Ein Bad in der Menge. Max Giesinger singt inmitten von mehr als 1700 Fans am Freitag, dem ersten Festivalabend von Jazz and Joy in Worms. Heute, am letzten Festivaltag, sind die Plätze voll und die Besucher begeistert. Die Auswahl der Orchester, der Stars und Sternchen, alles toll. Eine super Veranstaltung. Musikalisch toll, Worms bietet was, also großartig gemacht. Als Wormser muss man jeden Tag hingehen einfach. Musikgenre aller Art. Nicht nur rund um den Wormser Dom herum, auch im Dom ein Musikgottesdienst. Now I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Vor dem Dom das Kontrastprogramm mit The Breaks. Die vier Jungs im Alter von 10 bis 13 Jahren heizen ihrem Publikum so richtig ein. Insgesamt etwa 16.000 Besucher an allen drei Festivaltagen. Damit ist Jazz and Joy für die Veranstalter in diesem Jahr ein voller Erfolg. Wir haben nur glückliche Gesichter gesehen, ganz tolle Konzerte, tolle Qualität, tolle Musik. Und das Ambiente ist natürlich unschlagbar, auch hier vor den Kulissen, die wir hier in Worms haben. Und so hat nicht nur Max Giesinger am Freitag die Menschen in Worms mit seiner Musik begeistert.